Hallo Leute, ich bin Silvi Carlsen und ich bin hochsensibel. Und genau um das Thema geht es heute auch, um Hochsensibilität. Das bedeutet nichts anderes, als dass man Reize nicht so gut filtern kann wie andere Menschen. Wenn ich zum Beispiel samstags nachmittags in der Stadt bin und ganz viele Menschen sind um mich herum, bin ich nach 10 Minuten meistens schon richtig erschöpft, weil ich diese ganzen Reize einfach nicht so gut, filtern kann. Besonders anstrengend finde ich es zum Beispiel in der Bahn. Gerade am Wochenende, wenn es voll ist und viele Leute unterwegs sind. Zusammen mit Laura, die auch hochsensibel ist, bin ich im ersten Teil des Videos genau in diese Situation reingegangen. So, als wir jetzt hier eingestiegen sind, haben uns ja erstmal ganz viele Menschen angerempelt und so. Das war für mich persönlich jetzt schon mal richtig anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Wenn man im Internet darüber recherchiert, dann findet man nicht so viel, was die Forschung betrifft. Ich habe allerdings eine Expertin in Hamburg ausfindig gemacht und die besuchen wir jetzt. Es hat lange gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der mir wirklich wissenschaftlich etwas zu dem Thema erzählen kann. Bei meinen Interviewanfragen konnten viele Psychologen und Wissenschaftler mit dem Begriff Hochsensibilität gar nichts anfangen. Hallo. Hallo. Sandra Konrad von der Helmut-Schmidt-Universität ist eine der wenigen, die sich überhaupt schon wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt. Wenn man jetzt im Internet recherchiert nach Hochsensibilität, findet man jetzt nicht so viel zur Forschung. Ja. Woran könnte das denn liegen? Das eine wird wahrscheinlich sein, dass das nicht so richtig bekannt ist, diese Hochsensibilität. Es ist natürlich auch so, dass es in der Psychologie andere Begriffe gibt, mit denen man eventuell diese Hochsensibilität erklären kann oder die irgendwo ein Stück weit damit assoziiert sind. In der Forschung ist es deshalb oft schwierig, Hochsensibilität von Krankheitsbildern abzugrenzen. Auch weil es noch keine eindeutige wissenschaftliche Definition von Hochsensibilität gibt. Ich weiß nicht, hat er jetzt wirklich eine Depression oder ist er jetzt hochsensibel? Oder hat er jetzt eine Angststörung oder ist er hochsensibel? Weil wenn man eine Angststörung hat, dann macht, also Angst macht auch sensibel. Oder wenn man depressiv ist und die Stimmung gedrückt ist, dann ist man natürlich auch für bestimmte Sachen empfänglicher. Ne? Und in dem Moment weiß man nicht, was steht denn da jetzt im Vordergrund, die psychische Störung, also die Depression oder die Angst, oder ist es die Hochsensibilität? Ich merke, dass es aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so einfach ist, Hochsensibilität festzustellen. Ein Ansatz sind MRT-Studien, bei denen Forscher anhand von Hirnaktivitäten Hochsensibilität messen wollen. Es hat aber im letzten Jahr auch, wenn ich richtig informiert bin, eine Untersuchung gegeben, die diese ganzen MRT-Studien so ein bisschen in Frage stellt, weil sich wohl gezeigt hat, dass diese Studien häufig falsch positive Ergebnisse liefern. Ich fände es natürlich persönlich noch schön, wenn wir irgendwann mal experimentell nachweisen könnten, dass es die Hochsensibilität gibt, aber soweit sind wir leider noch nicht ganz. Es gibt einen Online-Fragebogen von der amerikanischen Psychologin Elaine Aron. Im ersten Teil des Videos habe ich den Fragebogen mit Laura gemacht. Hier wird zum Beispiel abgefragt, ob man schreckhaft ist oder stark auf Sinneseindrücke reagiert. Mich interessiert, wie Sandra Konrad den Fragebogen aus wissenschaftlicher Perspektive einschätzt. Was ist denn die Kritik am Fragebogen von Elaine Aron? Na, zum Beispiel gab es da eine Frage, sensorischer Input überwältigt mich. Und in dem Moment weiß derjenige, der da antwortet, nicht, was ist sensorischer Input. Ne? Und für mich selber stellt sich dann die Frage, ja, das kann Riechen sein, das kann Schmecken sein oder Geräusche oder Lärm, das sind alles Sinnesmodalitäten. Ne? Und das ist vom Prinzip dann in dem Moment nicht ganz klar. Laut Sandra Konrad gibt es also einige Ungenauigkeiten im Test von Elaine Aron. Für ihre Forschung hat sie deshalb einen neuen Fragebogen entwickelt. Zum Vergleich mache ich auch diesen Test. Was mir auffällt, es gibt wesentlich mehr und viel speziellere Fragen als im Test von Elaine Aron. Da das eine Studie ist, die momentan noch läuft, bekommt man kein direktes Ergebnis. Aber Frau Konrad hat uns angeboten, netterweise mein Testergebnis auszuwerten. Und das bekomme ich jetzt gleich. Ich bekomme eine Mail von Frau Konrad. Mein Gesamtscore liegt bei 87. Mit 88 Punkten gehört man zu den 20% der Hochsensiblen. Laut diesem Test gelte ich also streng genommen nicht als hochsensibel. Wichtig ist aber, laut Frau Konrad müssen noch viel mehr Daten generiert werden, damit der Test wirklich aussagekräftig ist.
Auch wenn die Forschung noch keine genauen Ergebnisse hat, ist Hochsensibilität für mich etwas, was mich im Alltag immer beschäftigt. Ich habe Strategien entwickelt, um damit umzugehen. Aber es gibt auch professionelle Hilfe. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Diplompsychologen, der auch Coachings für Hochsensible gibt. Und da bin ich echt mal gespannt, was der mir so zu erzählen hat. Ich treffe mich mit Gregor Specht. Von ihm will ich wissen, warum Hochsensible sich bei ihm coachen lassen. Die meisten, die zu mir kommen, die stolpern über den Begriff in irgendwelchen Medien, haben Bücher gelesen oder möglicherweise eine Dokumentation gesehen und merken irgendwie, dass sie von diesem Konzept angesprochen sind. Erkennen sich wieder. Einiges gibt plötzlich einen Sinn, was sie sich nie erklären konnten und warum dieses Gefühl, irgendwie anders zu sein als die anderen, und plötzlich kann man das einordnen. Und oft kommen sie dann schon mit der Idee von einem Defizit her. Also das so ein bisschen, mach das mal irgendwie weg, das ist nicht gut, das will ich nicht. Und das ist dann üblicherweise auch schon der erste Ansatz im Coaching. Also das erstmal anzunehmen und zu akzeptieren, zu verstehen, HSP ist keine Krankheit. Hochsensibilität heißt einfach, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und als solches völlig in Ordnung. Ich muss nur lernen, damit zu leben. Also hat jeder sozusagen andere Baustellen, die bei ihm stärker sind? Ja, die Hochsensibilität, die ist so verschieden, wie wir Menschen verschieden sind. Die einen spüren das sehr beim Hören, die anderen beim Sehen, einige im emotionalen Bereich, sind sehr schnell ergriffen, wenn sie in den Raum kommen und da ist irgendwie eine komische Stimmung, das kriegen sie schneller mit als andere. Und so muss man halt immer individuell gucken, was braucht jemand, um diese Dinge dann auch gut bewältigen zu können. Mein Eindruck, Hochsensibilität ist ein Thema, was noch sehr unbekannt ist. Gerade Alltagsprobleme von Hochsensiblen sind für viele häufig schwer nachvollziehbar. Würden Sie das überhaupt empfehlen, sich vor anderen zu outen als hochsensibel? Ja, würde ich unbedingt empfehlen, weil dann müssen Sie ja auch keine Maske mehr tragen. Sie müssen ja nicht so tun, als ob Sie all das mögen, was die anderen mögen, sondern Sie können dann natürlich auch sehr selbstbewusst, das ist ja nicht so, wofür man sich schämen muss, sehr selbstbewusst um Verständnis bitten. Das ist einfach so, dass ich nicht immer unbedingt im Rockkonzert an der ersten Reihe stehen muss oder immer auf die größten Partys mitgehen muss. Oder wenn ich es mache, dann brauche ich mindestens einen Tag, um mich irgendwie ein bisschen zu erholen. Also da geht es auch darum, wie bringe ich das den Menschen, die mir wichtig sind, bei, damit die auch Verständnis haben und das nicht irgendwie komisch wirkt. Solche Tipps sind für Hochsensible im Alltag sehr nützlich. Allerdings gibt es noch relativ wenig professionelle Angebote. Das ganze Thema Hochsensibilität ist natürlich noch ein relativ frisches Thema. Das ist in den 90er Jahren im Grunde in den USA erst mal benannt worden, kann man sagen. Und auch heute ist der Forschungsstand da noch sehr, sehr schwach, muss man sagen. Das ist natürlich, die Pharmaindustrie hat kein Interesse, da Geld reinzustecken, weil es nicht um Medikamente geht, die dann am Ende verkauft werden können. Und so. Und auch in vielen Fakultäten ist es auch noch nicht so anerkannt als Konzept. Das wird eher noch so ein bisschen belächelt manchmal auch. Und so gibt es viele, ich sag mal eher konservative psychologische Institute, die da die Finger von lassen, weil es für sie noch nicht so ganz plausibel ist und auch noch nicht den Forschungswert hat, vermute ich mal, das ist eine Spekulation, aber also nicht den Forschungswert hat, den sie gerne hätten. Und daher tut sich die Forschung noch schwer, aber die ersten Anfänge sind gemacht. Ich fand's super spannend heute. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Mein Fazit ist, dass die Wissenschaft noch nicht zu 100% weiß, ob es Hochsensibilität gibt. Aber alles ist in vollem Gange und vielleicht wissen wir in ein paar Jahren mehr. Falls ihr jetzt denkt, ihr könntet auch hochsensibel sein, dann schaut mal in die Infobox oder in die Infocard. Dort haben wir euch den ersten Teil verlinkt und noch ein paar weitere Infos. Und wir sehen uns hoffentlich gleich dort. Tschüss!